dran. Er hat die Kacke am Hintern, der Kater. So. Na klar, komm mit. Sehr gut, jetzt haben wir einen Koch Farmer bei uns auf dem Schiff. Hier haben wir ein paar verschlüsselte Daten. Und was ist das hier? Ja, nichts. Dann verkaufen wir mal noch. Nein. Nein, hier. Das hier. Und das hier. Das hier. Und das hier. Was ist? Hm? Alles gut. So. Und dann gehen wir mal rüber. Und holen uns noch das Upgrade für den Anzug. Ach, unser Schiff, genau. Erstmal das Schiff. Sonst vergesse ich das noch. Das erledige ich jetzt. Aber hat er leider nicht so viel gebracht. Das muss ich dann nochmal zum Händler rüber. Ja, dann. Tja, holen wir uns den Platz oder lieber Technologie. 100.000, 80.000, 500.000. Okay. Dann nehmen wir doch lieber das hier. Und wieder rüber. Die Sachen verkaufen. Die wir da uns aus unserem Schiff gezogen haben. Halt, Moment. Alle? Nicht alle, ne? Genau, hier haben wir wieder eine Ladeerweiterung. Das kann man verkaufen. Den Impulsantrieb. Das Impulsantrieb. Das packen wir mal auch auf den Frachter. Die Kühlmittel und so können wir verkaufen, genau. Das hier. Handvoll Zahnräder, Kühlmitteltank, ehemals nützliche Federn. Gut. Jetzt müssen wir wieder zum Frachter. Einerseits um das Schiff zu tauschen wieder. Der Kater miaut hier rum.
landen. Das Schiff ausladen. Das Silber. Das Schiff gewechselt haben wir jetzt auch schon. War hier eigentlich was drin? Nutrition. Und dann kann man hier. Die Navigationsdaten brauche ich gerade gar nicht. Die Planetenkarten brauchen wir auch nicht mehr. Fällt mir gerade auf. So. Fregattenmodul, Lagererweiterung, genau. Die Lagererweiterung würde ich fast nehmen. Ja. Da haben wir ja schon mehrere. Die sammle ich mal. Irgendwann muss ich mal den Frachter aufräumen. Na, bist du happy mit deinem Kumpel? Na. Das verrät er mir gar nicht. So, aber er hier. Okay. Jetzt müssen wir die Sachen für die Samen. Ah, okay. Na, spinnst du hier rum? Tipp. Kleiner Kater, ne? Spinnst du hier ein bisschen rum? Unser Kater hat sich gerade hier neben mir in den Kinderstuhl gesetzt. Und guckt mich an. Ja. Ist ja gerade vorhin die ganze Zeit durch die das Wohnzimmer gewetzt, ist so ein Verrückter. So. Ja. Die Magenkrampfblume, das klingt sehr vielversprechend. Oh cool, wir haben die Baupläne für die Beete bekommen. Na klar. Bald wird der zarte Duft unser Zuhause erfüllen, nachdem diese Pflanze benannt ist. Sie heißt Magenkrampfblume. Ich weiß nicht, ob die wirklich gut riecht. Also, würde ich jetzt mal ein wenig vermuten bei dem Namen. Kristallsulfid, dafür haben wir das gebraucht. Jetzt weiß ich wieder. Ja! Und das haben wir vorhin gesammelt. Wo ist es? Ich weiß, dass wir es haben. Nur drei? Nur drei, okay. Wir haben zu wenig davon gesammelt. Aber hier ist ja auch Wasserplanet. Also es müsste es hier jetzt auch geben. Pflanze Magenkrampfblume an. Kann ich das hier machen? Landwirtschaft, Magenkrampfblume. Fecium. Habe ich Fecium? Ich glaube ja nicht. Ich glaube nicht, dass ich das aufgehoben habe. Diese Kacke von den Tieren.
Das sieht schlecht aus. Ja, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Da muss ich ein paar Tierchen füttern. Ja, das mache ich irgendwann mal. So, was können wir denn als nächstes machen? Das wäre die Mission hier. Phosphor, Kabelbaum, Inframesser, Beschleuniger. Okay, das ist das Rezept. Das brauchen wir nicht unbedingt hier dran. So, hier. Ach, der wechselt die Mission eh immer. 2 von 5 Planeten haben wir. Wächter angreifen und ausschalten, aber wo? Wahrscheinlich eh an unserer Basis jetzt. Okay. Macht's jetzt Sinn, hier zu bleiben noch? Kristallsulfid. Für die Mission ja eigentlich nicht. Könnte zu unserer Basis zurückspringen. Und mir dann da zumindest die Archive wiederholen. Ich kann ja hier keinen Basiscomputer aufstellen, oder? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Allgemein. Basisbergungskraft. Die verstehe ich nicht so richtig. Das Ding verstehe ich nicht so richtig. Was habe ich hier? Oh, hier habe ich noch einen Lagerraum. Ja. Hey, das kann ich ja durchsuchen. Das hier auch. Und das hier auch. Gut, dass man diesen Atlas-Pass öfter verwenden kann. Sonst würde der überhaupt keinen Sinn machen. Oh, Licht aus, Licht an. Was habe ich? Ach, da habe ich die große Raffinerie falsch rum hingebaut, ne? Jo. Aber wurscht. Aber hier könnte ich jetzt dieses andere Ding, das hier noch hinbauen. Einfach so, um es mal zu haben. Reines Ferrit. Reines Ferrit haben wir. Zwar nicht mehr so viel, aber es reicht auf jeden Fall dafür noch. Ja, so dicht vielleicht nicht daran. Ich das noch. Nee. Wenn ich nicht doch drehen kann ich schon. Wie drehe ich es denn? Ja, so. Das wurscht, ne? Das sieht von beiden Seiten gleich aus. Oh, jetzt habe ich sehr nah an den Rand gebaut. Ja, nicht so schlimm. Inventar voll und was? Vorheriger Basisgegenstand voll. Das verstehe ich nicht. Wieso ist das Inventar voll? Von was ist das Inventar voll? Welches Inventar? Hm.
macht jetzt für mich nicht so richtig Sinn. Brauche ich diese komischen Teile hier? Ach, ich lasse die mal da, sonst ist es so leer. So, jetzt wird sich schon noch zeigen, was das dieses vorherige Basis-Lager-Dingsbums, was das bringt. Ja, halt, können wir wieder ablegen, das können wir ablegen, das können wir wieder ablegen. Kristallsulfid sollte ich jetzt vielleicht doch mal sammeln. Sammeln wir das jetzt, oder was ist hier passiert? Nexus-Mission abschließen. Zur Weltraumanomalie wollte ich sowieso noch, weil ich so viele Forschungsmodule noch gefunden habe, Technologiemodule. Dann Basiscomputer durchsuchen, Schallplatte besorgen. Ich glaube, wir machen einfach mal das schnell. Ja. Da teleportieren wir uns jetzt hin. Oh. Ah, die haben das Menü geändert. Okay. Genau. Okay. Dann hier durchsuchen wir die. Jetzt wachst du auf, ne? Ja, jetzt hast du Hunger, glaube ich. Ne? Doch nicht? Okay. Und da sind wir. Und es ist Nacht. So wie es aussieht hier. Jupp. Dann schauen wir mal, was wir für Daten bekommen. Erstmal die Konstruktionsdaten. Für den Aussehensmodifikator. Okay, den können wir jetzt auch bauen in der Basis. Das ist ja cool. Oh, was ist das denn für ein Dinosaurierviech da? Die kenne ich noch gar nicht hier. Achso. Die Dialoge immer. Dass die immer so halb aufhören. Wollte die schon wegrennen und dann ist das Ding noch nicht fertig mit Reden. Ich habe heute noch einen von ihnen gesehen, auf der Raumstation. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht hier. Er starrte direkt durch mich hindurch. Es war nur ein Geek, als ich zurückkam. Bilde ich mir das nur ein? Hm. Was sind das für Archive, die wir hier haben? Von wem? Von uns selbst? Von einem anderen Ich? Wer weiß. Zwei von 13 gibt's hier, ja. Oh, der sieht fies aus. Verhalten Spitzenräuber, aha. Der ist bestimmt fies. Oh, da oben sind noch welche. 4 von 13. Ui, hier sind jetzt aber gerade viele in der Gegend. In der Umgebung.
Habe ich den schon? Nee. Ah, aua. Hier Schweine. Autsch. Was soll das? Katzenleber. Eklig. Ach Moment, das ist aber nicht das Richtige. Ja, das ist. Halt den Bau. Moment, da, so. Frachter, Multiwerkzeug, Frachter. Nein, nein. Lava. Ah, ich komme nicht in die Lagerräume vom Frachter, wenn ich nicht im gleichen System bin. Okay. Ich hatte hier diesen Lagerraum. Da wird jetzt wahrscheinlich reingepackt, das Zeug, ne? Ja, genau. Die Sachen nehme ich mal alle mit. Brauche ich nicht hier. Eigentlich kann ich den Lager. Ah, ich behalte ihn mal hier noch. Ich glaube ja, dass ich die Base nicht mehr so viel verwenden werde. Die werde ich bestimmt wieder abbauen. Also erstmal dient sie als guter Außenposten hier. So, das habe ich erforscht. Das sind aber keine weiteren Tierchen hier jetzt. Okay, was wollte ich machen? Kristallsulfid. Könnte ich mal gucken. Oh hey. Ach genau, und Drache brauche ich, ne? Kreaturenpool. Die könnte ich machen. Kann auch so machen, ne? Hilfsmittel. Ah nein, das kann man die nicht herstellen. Okay. Ich dachte, die kann man auch so herstellen. Dann nicht hier. Ja. Da brauchen wir bestimmt ein paar. Wie viel Kacke brauchen wir? 40, ne? Brauchen wir bestimmt auch 40 solche Dinger. Oh, okay. 25, 30, 35, 40, so. Und dem da unten traue ich nicht. Dem da könnte ich trauen. So. Oh, er ist aber fies, ne? Er ist wieder so ein Fieser. Interessant, dass jetzt so viele Gemeine auch sind. Er ist kein Fieser, ne? Und er auch nicht. So, hier, guck mal. Kürzlich gefüttert. Schau mal hier. Ja, fress die mal alle. Und dann kackt ihr mal alle schön. Ist auch so? Das sieht ein bisschen anders aus als der andere hier. Aber es ist die gleiche Art. Na, kracht die? Hier, schau mal. Ich kann ihm keine Nahrung anbieten, weil er glücklich ist. Okay. Ich
könnte auf ihn reiten. Ah, hier, sehr gut. Und 30. Oh. 30 mal 30? Okay, dass das so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, die machen kleine Häufchen. Ja, dann ist das Problem ja schon erledigt. Dann können wir die Pflanze machen. Oh, jetzt kacken die hier immer echt meinen Vorgarten voll. Das, ja. Alles schön einsammeln, in Plastiktüten packen und in den Müll werfen. Jetzt haben wir uns ausgeschissen, ne? Ja, das sollte reichen. Die haben wir jetzt natürlich über. Könnte ich natürlich jetzt hier lassen. Falls wir vielleicht jetzt brauchen. Ich werde es vergessen. Ich sehe schon, ich werde es vergessen. So, dass es hier ist. Ich total vergessen. Aber hier könnten wir noch ins Wasser gehen und gucken, ob es da unten Kristallsulfid gibt. Noch ein bisschen was. Ah, eher nur wieder hier. Ups. Oh, ich habe ich schon. Ja. Was ist das? Ist das was? Nee, doch. Das ist was. Interessant. So, schauen wir uns mal um hier. Die sieht ja lustig aus, die Pflanze. So. Muscheln. Gibt relativ viele Muscheln hier. Im kleinen Teich. Theoretisch, naja. Autsch, die machen ja Schaden. Aber das Kristallsulfid-Zeug gibt's hier nicht. Ne? Ja, was denn? Was gibt's hier zu schreien, ne? Ach, aus den Pflanzen hätte ich auch Fäkalien bekommen. Oh, da oben ist ein ganzer Schwarm. Da oben? Das sind die Fische, ne? Die sind aber nicht feindlich. Okay. Die sind auch nicht feindlich, oder? Hoffe ich. So, wir bekommen hier aber kein Kristallsulfid für unser Dings hier. Alles aufgeladen? Okay. Die Muscheln. Könnten wir uns jetzt holen? Ja, komm. Na? Muss man mal ein bisschen aufpassen. Dass man nicht zu nah dran ist. Okay.
die manchmal wieder zuklappen anscheinend. Und dann macht das Schaden. Das war's, wir haben's. Kein Kristallsulfid hier leider, aber immerhin ein paar lebende Perlen. Die hat man auch für irgendwas gebraucht. Und wenn nicht, dann sind die auf jeden Fall recht wertvoll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, okay, es geht. Es geht so. Aber jetzt müssten wir genug Energie haben, um uns wieder recht zu teleportieren. Und zwar in das System, wo unser Frachter ist. Dann dauert das, bis wir den wieder befragen können und so ein Protokoll war es, ne? Den Außensmodifikator soll ich bauen. Den baue ich natürlich auf dem Frachter. Ja, den baue ich natürlich auf dem Frachter. Ups. Hier rein. So. Einmal speichern. Und dann können wir uns nicht auf unseren Frachter teleportieren. Hauptstation, meine Base. Genau, andere Base. Ach, das ist. Ah, okay. Das sind meine Raumstationen hier. Ich will nach. Wie lange könnte ich? Das wäre ein Korvax-System anscheinend, weil hier hätte ich die Mission noch. Aber hier war ich zuletzt. Und ich will, wenn, dann schon in ein neues Korvax-System gehen. Deswegen gehe ich jetzt wieder hier hin. Auf die Raumstation. Ja, ich trinke mal kurz was, Moment. Können wir nicht benutzen. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Verzehren. Ja, da wir jetzt einen Koch haben, hebe ich das einfach mal auf. Vielleicht braucht man das noch. Könnte ein paar Sprachen nochmal lernen. Ein paar Worte meine ich. Bla bla bla. Von ihm auch. Der ist ja lustig. Okay, zwei reichen. Unser Schiff? Ah ja. Kurz mal speichern hier. So. Und dann Abflug.
Ich dachte, ich fliege so zum Frachter, aber er hat den Planeten angepeilt. Das war knapp. Ah, da vorne ist dieses lebende Schiff, ne? Das sind viel Glück. Und durch einen Mitspieler bekommen haben. Ah, das muss ich demnächst mal genauer anschauen. So, jetzt können wir dieses Aussehensmodifikator drin bauen, hoffe ich. Hätte ich vielleicht erstmal so schauen sollen, für was ich dafür brauche, oder? Ich glaube, den baue ich auch hier vorne hin dann. Aussehensmodifikator. Ferritstaub nur. Ach, das ist ja geil. Ah, der trägt hier vorne. Ich weiß nicht. Will ich den hier haben? Na, theoretisch könnte ich den ja einfach wieder umbauen, weil ich brauche da jetzt echt nicht viel Zeug. Aber ich guck mal kurz was. Kann ich? Ne, hier kann ich keine Räume mehr reinbauen, ne? Sonst hätte ich hier so einen kleinen, so einen Raum reingebaut. So einen Umkleideraum. Hier habe ich jetzt alles mit Frachterdingern zugebaut. Und das Kommando-Schiene. Hätte ich wahrscheinlich noch Platz. Oh, Entschuldigung. Ein bisschen gähnen. So. Hätte ich wahrscheinlich noch Platz. Hä? Nicht so cool, ne? Kann ich nur. Na, ich baue das mal hier hinten. So, das ist hier weg. Dann baue ich den hier so hier hin. Gefallen mir aber gerade noch so. Deswegen ändere ich das mal nichts. Ich wollte nur dahin bauen. Okay, wir haben den gebaut. Er will die Kacke haben. Oh, was? Meine Eltern wollten, dass ich ein Verkäufer-Geek werde, so wie sie. So wie all ihre anderen 300 Sprösslinge. Aber meine Leidenschaft gilt der Erde und dem Geschmack und dem Geruch ihrer Früchte. Warum wurden wir Geek mit einem derart guten Gaumen geboren, wenn wir ihn nicht nutzen? Nach dem Verkäufer-Geek fragen? Mein Freund, das Leben eines Geeks ist nicht leicht. Ich möchte meinen Geschwistern gegenüber nicht respektlos sein. Sie schultern die Bürde von Balarons Geschichte und erfüllen unsere Götter mit Stolz. Aber das ist kein Leben für mich. Ich leiste meine eigene Art Abbitte. Ja. Kann er ja machen. Sind wir auch froh drüber, weil. Genau, wir brauchen Blumen. Mein Freund, Pflanzen sind die interessantesten Wesen von allen. Sie interessieren sich nicht für Profit oder Krieg und wissen weder von uns noch von unseren Sorgen. Dennoch bieten sie uns so viel und unsere Existenzen sind miteinander verbunden. Ja, aber ich habe die Kacke für dich. Willst du die Kacke nicht? Ah nein, halt, ja, ich bin. Ja, jetzt. Ich bin ein Trottel. Ich muss ja die Pflanze bauen. So, aber die Pflanze. Die pflanze ich doch da hinten. Und, oder? Pflanze ich die hier? Kann ich die jetzt eigentlich. Kann ich die hier überhaupt pflanzen? Warte mal. Hier, ne? Ungültiges Biom. Ah, man braucht so ein Gartending. Reines Verriet. Okay. Großer,
kleine Hydrokultur. Brauche ich hier so einen Garten? Warum eigentlich nicht? Das passt hier ganz gut hin, ne? Reines Ferrit, ja. Reines Ferrit. Nein, nein. Nein. Falsche Taste. So. Und jetzt Pflanze, einpflanzen. Das geht. Soll ich gleich mehrere? Eine übelriechende anbaufähige Blume, die die chemische Struktur von Fäkalien repliziert, wenn sie drinnen angepflanzt wird, bringt sie eine Fakeliumernte. Ah. Ja gut, wenn... Helium. So, pflanze ich mal viel, weil das, ich glaube, das ist so der Grundstoff für die ganze Geschichte. Das Ding braucht bestimmt normalerweise Strom, aber hier auf dem Frachter. Ob das auch funktioniert? Hyperantrieb. Werden wir sehen. Warte mal, hätte ich die nicht. Ich könnte natürlich auch hier oben bauen, ne? Ach, hier habe ich auch ein Lagerfeld eingestellt. Ich bin ja schlau. Okay. Kann ich hier noch was anderes machen? Weiter hinter oder so? Nicht. Weil nicht genug Silber, okay. Gang, Korridor, würde nicht gehen, weil... Doch, würde gehen. Kann ich in alle Richtungen noch? Ich brauche langsam mehr Silber. Ja, ich lasse das mal. Ich weiß noch nicht. So. Genau. Räumen wir mal ein bisschen auf. So. 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 Metallplatten. Natrium. Wasserstoff. Natrium behalte ich. Aber jetzt müsste ich doch mit dem reden können, oder? Nein, immer noch nicht. Aber habe ich die... Das zählt hier nicht, oder? Das muss wirklich auf dem Planeten sein. Ups. Oh, Headset. Den habe ich doch auch gebaut. Und ernten. Okay. Ich muss ja auch noch ernten. Wie lange braucht ihr denn zum Wachsen? Ernte Fäkalien. Ah, ist das schon fertig? Schon gewachsen? Nö. Ja, das wird ein bisschen dauern, vermute ich mal. Da können wir so lange was anderes machen. Falsches Menü, so. Schaltplatte. Ja, ich weiß, wie man eine Schaltplatte baut. Aber die Sachen habe ich nicht. Könnte ich höchstens kaufen. Wächter angreifen. Ah, Wächter. Ach, das hätte ich jetzt noch machen können. Bei der Base, ne? Oder muss ich einfach nur irgendwelche angreifen? Wahrscheinlich nur irgendwelche. Den habe ich doch gebaut.
denn doch hier gebaut? Moment. Aussehen. I. So. Okay. Jetzt. Nee. So, dann tue ich die nochmal wegmachen. Warte. Und den wieder hinstellen. Aha. Das jetzt funktioniert? Nee. Verstehe ich nicht. Wieso? Wieso zählt das jetzt nicht? Muss ich irgendwas ändern vielleicht, damit das zählt? Ja, nichts gebracht, ne, für die Mission. Ja, wahrscheinlich. In Räumen oder auf stabilen Fundamenten. In Räumen. Zählt hier nicht. Ich hätte es in einem Raum bauen müssen. In einem Basisraum wahrscheinlich. Dann. Was mache ich jetzt weiter? Als nächstes. Erkundungsanleitung. Ja. Ich muss ja in ein Korvax-System jetzt eigentlich. Die Kammer jetzt. Und wo war eine Mission? Da. Genau. Ist auch eine Wasserwelt. Da war ich schon. Ach, verdammt. Da war ich schon mal. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Nochmal kurz gucken, ob ich eins finde, wo ich noch nicht war. Genau, aber vielleicht gibt es auf dem Weg zum schwarzen Loch auch noch ein anderes. Ist das auch ein Korvax? Nee, ist ein Gegner. Hey, warum konnte ich da vorhin nicht hin? Korvax. Das war alles außer Reichweite. Da könnte ich hin. Da war ich noch nicht.
stärkbar ausgeglichen im Krieg sind die hier. Ja, wunderbar. Speichern wir mal, vorsichtshalber. Dann können wir uns hier den Kartografen holen. Wobei es jetzt relativ spät schon wieder, ne? Ja, vielleicht, genau, ich fliege noch zur Station rüber. Und dann würde ich mir den Kartografen holen. Und ich glaube, dann machen wir mal Schluss. Erstmal machen wir eine Pause. Silber brauchen wir. Ach, und wir könnten das Schiff gleich aufwerten, ne? Das könnten wir fast machen. Vielleicht mache ich das mal kurz, bevor ich das wieder vergesse. Hatten wir doch hier... Die... Da. Genau. Das Schiff können wir jetzt aufwerten. Und den Kartografen. Wo soll er? Wird er gar nicht angezeigt. Oder muss ich. Ah nee, ich muss da zu dem. Zu dem Ding. Ich weiß gar nicht mehr wofür eigentlich. Ja, genau. Raumschiffe besser. Oder? Erweiterung anwenden. Einmal, zweimal. Super. Technologie. Oh, das sieht ja heftig aus. Sieht aber nur heftig aus, ne? Ja. Meine ist besser. Hier, das wollten wir noch machen. Sollten wir jedenfalls. 90.000. Hier war es 100.000. Und hier war es 500.000. Okay, machen wir mal. Immer das günstigste. So, und rüber. Wir könnten noch gucken, ob wir hier eine Schallplatte kaufen. Eine Schallplatte, nicht Schallplatte. Vielleicht gibt es auch Schallplatten. Weiß ich nicht. Der Kartograf. So. Muss ich den um Hilfe bitten? Ich hab doch jetzt mit ihm geredet. Okay, warte mal. Was hier? Mit einem Korvax-Kartografen sprechen. Mach ich doch.
Kartograf. Karten austauschen. Und jetzt? War's das? Nee. Auch nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Schauen wir mal, ob wir hier noch eine Schallplatte. Nee. Gibt's hier nicht. Keine Schallplatte mehr. Gesandter. Hier, ich bin noch in einem. Muss ich unbedingt mit dem reden, den die. Was kann sein? Ich muss mit dem reden in dem anderen System, ne? Ich kann nicht irgendeinen nehmen. Ach, das, ja. Schade. Hier muss ich hin. Ich muss unbedingt mit dem reden. Man konnte doch die Mission auch irgendwie neu starten. Kann ich die nicht einfach. Nee. Gut. Schade. Muss ich doch ins andere System. Ja, ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Also dann springe ich da jetzt einfach schnell mit dem Schiff hin. Weil das will ich jetzt schon noch machen. So. Wo ist er? Ich könnte natürlich auch weiterfliegen und darauf hoffen, dass es dann, wenn es außer Reichweite ist, dass ich es dann neu starten kann, aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo ich hin muss. Und dann kann ich das auch schnell erledigen jetzt. Reicht das schon? Das sieht so eisig aus. Ja, Frostkristalle gäbe es da. Die brauche ich ja für, um dann die Schaltplatte zu bauen. Für den Hitzekondensator, glaube ich. Nicht aufwachen. Schön. Schlafen ein bisschen. Fiona. Ja.
Jetzt, ja. Da. Diesmal sind wir richtig. Huch. Ah, nee. Das schon. Das. Ja, genau. Kurz weg. So. Jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt was Special-mäßiges ist hier. Radiografische Einheit, bla bla bla. Okay. Zugkorb ausgeschüttet. Aber warum hätte es uns der andere nicht sagen können? Die sind doch so. Alles eins irgendwie so. Konvergenz-mäßig. Nulls Anwesenheit. Sollte der Korax sie auch spüren, dann zeigt er es nicht. Er beginnt zu sprechen, seine Worte sind klar. Ach ja, null übersetzt es wieder. Okay, sie müssen sicher gehen, dass ich der Ausweg bin. Es gibt eine Anomalie, ein Fehler. Sie wird von Löchern bewacht. Durch die Konvergenz nicht fliegen kann. Wie dich durch diesen Raum, Birk, was nicht zu bergen ist. Hm? Birk, was nicht zu bergen ist. Und jetzt? Beschaffe nicht existente Daten aus einer anomalen Struktur. Eine anomale Struktur, wie finde ich denn die? Status, anomalen Strukturen. Habe ich sowas schon? Nee, ne? Halt, Mission? Oh, auf dem Planeten. Okay. Ups. So. Vielleicht sollte ich die Kristalle auch mal aufheben. Die Cluster, die Tensionskraft-Cluster. Das braucht man vielleicht nochmal für irgendwas. So. Auf dem Planeten würde es weitergehen. Ich glaube, dann haben wir unser Ziel fürs nächste Mal. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und gute Nacht oder guten Morgen, schönen Tag, was auch immer alles auf euch zukommt. Ciao!